AMD will aus dem RTX 3000er Launch-Desaster lernen und es besser machen. Nvidia cancelt RTX 3070 und 3080 mit mehr VRAM. Lohnt sich der neueste Aldi-PC? Und Opera zahlt durch 8000 Euro für 2 Wochen Surfen. Das alles jetzt in TechUp Weekly, Folge 204. Herzlich willkommen zu TechUp Weekly. Schön, euch wieder begrüßen zu können. Starten wir gleich durch, damit wir alle pünktlich ins Wochenende können. Mal ehrlich, habt ihr eine RTX 3000er Karte erwischt? Die waren so schnell nach dem Launch ausverkauft, dass viele schon von einem Paper-Launch gesprochen haben. Die Kunden sind zu Recht sauer, vor allem weil erstens noch lange keine Besserung in Sicht ist und zweitens viele der Karten von Bots aufgekauft und zu überteuerten Preisen weiterverkauft wurden. Böse, böse Bots. Genau das soll beim Launch von AMDs Big Navi-Karten nächste Woche nicht passieren. Im Internet sind Mitteilungen an Partner aufgetaucht, in denen AMD Vorgaben für den Verkaufsstart macht. Oberste Priorität soll ein problemloser Abverkauf haben, Bots sollen etwa durch Captchas ausgeschlossen werden und jeder Nutzer soll nur eine Karte kaufen dürfen. Aufeinanderfolgende Käufe mit den gleichen Nutzerdaten sollen storniert werden und Käufer sollen sich in eine Reservierungsliste eintragen können, um nach und nach bedient zu werden. Schließlich bittet AMD seine Partner, Produkte im Warenkorb nur für einen bestimmten Zeitraum zu reservieren und Verkäufe an B2B-Kunden in den ersten 3 Wochen zu begrenzen. Spannend wird, ob die Karten überhaupt so eine große Nachfrage erzeugen wie die RTX-GPUs, also ob das Preis-Leistungs-Verhältnis genauso interessant ist. Was meint ihr? Versucht ihr eine Big Navi-Karte zum Launch zu ergattern oder wartet ihr immer noch auf eure RTX-Karte? Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Und wo wir gerade beim Thema Grafikkarten sind, Nvidia hat wohl seine 3070 und 3080 Modelle mit mehr Videospeicher eingestampft. Die 8 bzw. 10 GB VRAM der 3070 und 3080 könnten vor allem mit Blick auf die Zukunft schon mal knapp werden. Deswegen wollte Nvidia Leaks zufolge schon im Dezember eine 3080 mit 20 GB GDDR6X Speicher und eine 3070 mit 16 GB GDDR6 ohne X Speicher vorstellen. Die Karten wurden von den Boardpartnern Gigabyte und Galax auch schon mehr oder weniger bestätigt. Jetzt will die Webseite Videocards allerdings erfahren haben, dass diese Karten gestrichen wurden. Richtig gehört, nicht verschoben, sondern gleich ganz gecancelt. Die Gründe sind unklar. Videocards spekuliert, dass es am Problem mit der Massenfertigung des GDDR6X-Speichers liegen könnte. Ein 20 GB Modell wäre schlicht nicht wirtschaftlich. Komisch allerdings, warum dann auch die RTX 3070 mit 16 GB eingestellt wird, denn hier kommt ja noch herkömmlicher GDDR6-Speicher zum Einsatz. Möglich wäre auch, dass Nvidia immer noch nicht mit der Fertigung hinterherkommt und deswegen keine neuen Chips ankündigen will. Logisch, die können ja aktuell nicht mal die bestehende Nachfrage bedienen. Eine weitere Möglichkeit, Nvidia will neue RTX 3000er Grafikchips im 7-Nanometer-Verfahren fertigen lassen. Laut dem Branchendienst DigiTimes haben sie bei TSMC bereits Kapazitäten für 2021 gebucht, nachdem TSMC die Preise für 7-Nanometer-Wafer gesenkt hatte. Wäre also durchaus denkbar, dass mögliche TI- bzw. Super-Varianten nicht mehr mit 8-Nanometer-Chips auf den Markt kommen sollen. Aldi Nord hat aktuell den Performance-PC Medion Arcoya P67064 für 969 Euro im Angebot. Der wird dann ab dem 29. Oktober auch über Aldi Süd erhältlich sein. Performance-PC klingt ja schon mal ganz gut, aber wir als PC-Welt schauen uns so einen Discounter-Rechner natürlich immer ganz genau an. So sind wir halt. Also, was kriegt ihr für euer hart verdientes Geld? Also zunächst einmal steckt in dem PC der schnelle 6-Kerner Intel Core i5 10400 der 10. Generation, der mit 4,3 GHz getaktet ist. Hinzu kommt eine GeForce GTX 1660 Super. Das reicht uneingeschränkt für Gaming in Full HD und hohen Qualitätseinstellungen. Und dann gibt es noch 16 GB Arbeitsspeicher, eine 1 TB große SSD, ein WLAN AX-Modul mit Wi-Fi 6 Support, Bluetooth 5.1, ein vergleichsweise schlichtes Gehäuse und Windows 10 Home. Unser Höllenmichi findet die Ausstattung auch ganz gut, aber musste beim Preis dann doch schlucken. 969 Euro sind bei genauerer Betrachtung nicht so günstig, wie man es von einem Discounter erwarten würde. Es gibt vergleichbar ausgestattete Rechner nämlich schon für um die 780 Euro, wie etwa den Captiva Advanced Gaming i56839. Und wenn ihr 30 Euro mehr als für den Aldi-PC investiert, erhaltet ihr für um die 999 Euro einen Gaming-Rechner von der Stange mit einer RTX 2060 Super.
Noch günstiger kommt ihr natürlich davon, wenn ihr den Rechner einfach selber baut. Wir haben den Medion Arcoya P67064 mal auf mein Factory nachkonfiguriert und kommen da auf einen Preis von um die 706 Euro ohne Windows-Lizenz. Die Einkaufsliste und die Links zu unseren Aldi-PC-Alternativen findet ihr in der Videobeschreibung. Und Windows 10 Pro erhaltet ihr im PC-Weltshop mit original Microsoft Retail-Lizenz für günstige 40 Euro. Es lohnt sich ja also immer bei solchen Deals genauer hinzuschauen, aber das müsst ihr ja nicht machen, dafür sind wir ja da. Wie ist das eigentlich bei euch? Interessiert ihr euch eher für Komplett-PCs oder bastelt ihr euch lieber einen eigenen Traum-PC zusammen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Das waren die wichtigsten Hardware-Themen in dieser Woche. Kommen wir nun zu meinem Webfundstück der Woche, bei dem ihr surfend, ja eher spielend viel Geld verdienen könnt. Opera Software, ihr wisst schon, die auch den Opera Browser entwickeln, macht nämlich diesen Traum wahr. Gesucht wird per Stellenangebot auf LinkedIn eine Person, die 2 Wochen lang nichts anderes machen soll, als mit dem Opera-Browser von daheim aus im Internet zu surfen. Die Bewerber müssen ein englischsprachiges Video einreichen, in dem sie über die wichtigsten Surfmomente in ihrem Leben berichten. Laut Opera können das ebenso lustige Begebenheiten sein, als auch todernste Erfahrungen. Also mir fällt ein, wie ich damals an einem Uni-Rechner zum ersten Mal mit einem Amerikaner gechattet hatte und dann mit dem Netscape Navigator auf Lycos herumsurfte. Boah, ist das lange her, ich werde alt, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls wird aus allen Bewerbern dann eine Person ausgesucht, die sich 2 Wochen lang mit dem Jobtitel Personal Browser schmücken darf. Opera erklärt, dass es auf diese Art und Weise mal einen Nutzer genauer kennenlernen möchte. Der Arbeitsbeginn wird im Laufe des Winters 2020-2021 sein. Wenn ihr also mindestens 18 Jahre alt seid, könnt ihr euch ja mal verdienen. Ist ja leicht verdientes Geld. Das war's mit TechUp Weekly 204. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn ihr auch nächsten Freitag wieder mit am Start seid. Ihr wisst ja, gleiche Stelle, gleiche Welle ab 18 Uhr. Lasst einen Like da und ein Abo, das versüßt mir das Wochenende umso mehr. Ciao.